Es ist besonders scharf und bei nachlässigem Umgang kann es gefährlich werden. Das Cuttermesser. Grundsätzlich gibt es drei Arten von Cuttermessern. Zum einen das Cuttermesser mit abbrechbarer Segmentklinge, dann das Messer mit feststehender Trapezklinge und das schärfste aller Cuttermesser, das Skalpell. Je dicker und stabiler die Klinge des Messers ist, umso stabilere und festere Stoffe können damit geschnitten werden. Damit Unfälle vermieden werden, sollten Sie folgende Punkte unbedingt berücksichtigen. Benutzen Sie grundsätzlich nur Cuttermesser, die für die jeweilige Arbeit vorgesehen sind. Bei einfacheren Cuttermessern muss der Vorschub der Klinge in einer Metallführung erfolgen und leichtgängig sein. Der Verstellschlitten muss sich feststellen und sich gegen versehentliches Verstellen sichern lassen. Dafür gibt es hier die Rasterautomatik und die Schraubenarretierung. Zudem gibt es auch Messer mit automatischem Klingenrückzug. Bei diesem zieht sich das Messer zurück, sobald der Griff nicht mehr mit dem Finger gehalten wird. Schneiden Sie immer in der Schnittrichtung vom Körper weg. Beschädigte oder in Ihrer Funktion eingeschränkte Messer entsorgen Sie bitte sofort. Wenn Sie die Klingen abbrechen möchten, machen Sie das niemals mit der Hand oder einer Zange. Die Klinge könnte falsch abbrechen oder sogar splittern. Zum Abbrechen der Klingen gibt es am Messer in der Regel eine dafür vorgesehene Sicherheitskappe. Beim Umgang mit Cuttermessern sollten Sie also besonders vorsichtig sein, damit nicht aus Versehen ein Unfall passiert. Cuttermesser erhalten Sie in unserem Shop in verschiedenen Ausführungen und Breiten, ebenso wie Ersatzklingen.